Gute. Tja, heute geht's endlich los. Heute fangen wir an, jeden Tag einen weiteren Titel unseres Neujahrskonzerts 2021, diesmal zu Ostern, an euch zu senden. Normalerweise proben wir ein Konzert am Nachmittag und spielen es abends für euch. Die Produktionsgeschichte hier aber für diese Corona-Produktion oder Produktion unter Corona-Bedingungen hat sich natürlich sehr hingestreckt und war auch für uns relativ aufregend, weil vieles war neu, vieles mussten wir ganz anders machen. Ich hatte bereits September bis Dezember angefangen, die Arrangements fürs Konzert und speziell diese Orchesterbesetzung zu schreiben. Und Anfang Januar war es dann soweit, da haben wir im Atrium der Firma Sint Spezialuhren begonnen, erstmal die reine Musik zu produzieren. Wir hatten gleich am ersten Produktionswochenende Anfang Januar ganz lieben Besuch vom ersten Stadtrat von Neu-Isenburg, unserer kulturellen Heimatstadt mit der Hugenottenhalle, der uns später dann auch noch ein offizielles Grußwort geschickt hat, über das wir uns sehr, sehr gefreut haben. Ja, lieber Thorsten, liebe Mitwirkende vom MAT und liebe Fans des MATs, ich darf dir, aber auch euch allen erstmal ganz herzlich gratulieren zu eurem tollen Erfolg, dass ihr vom Land Hessen gefördert werdet für euer Neujahrskonzert. Ich freue mich unheimlich darüber und auch, dass ihr ja in der heutigen so schwierigen Zeit für euch, es können keine Veranstaltungen stattfinden, wo man zu euch kommen kann, dass ihr in dieser heutigen Zeit ein Angebot über online macht, zunächst erstmal online und hier eine so tolle Förderung bekommt. Dazu ein ganz, ganz herzliches, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Lieber Thorsten, ich meine, wir beide kennen uns jetzt über 35 Jahre. Ich habe mal gerechnet, ich bin selbst erschrocken gewesen danach und du weißt, ich war ja früher selbst, als dieses MAT angefangen hat, noch davor, wir haben sie gemeinsam in der Goetheschule angefangen, auch dabei gewesen und bin immer gern zu deinen Veranstaltungen gekommen und ich unterstütze das nachhaltig, was ihr hier alles hier in Neu-Isenburg auf die Beine gestellt habt und darüber hinaus. Ihr geht ja auch in andere Hallen, auch über das Rhein-Main-Gebiet hinaus und zeigt dort, was ihr da alles könnt. Kultur fehlt. Und auch eine Kultur, die eine breite Masse an Menschen anspricht, wie ihr das macht, nämlich ohne größere Hinderungsgründe, Barrieren oder, sondern ihr seid offen für jeden. Das ist das Schöne und ich kann mich nur wiederholen, ich freue mich unheimlich, wenn man euch wieder persönlich besuchen kann, wenn wir wieder euch hier auch in Neu-Isenburg sehen, wenn die Zeit von Corona vorbei ist. Bis dahin, haltet durch, macht das weiter so toll. Ich durfte es ja sehen, wie ihr in Frankfurt das produziert habt, mit einem riesigen Aufwand. Ihr habt alles eingehalten, was so diese Corona-Regeln vorgeben. Ein riesiger Aufwand habt ihr hier betrieben und habt es mit eurem Team, mit euren Musikern geschafft, da ein ganz, ganz tolles Werk zu produzieren. Dafür herzlichen Dank und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns bald wieder sehen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, lieber Thorsten, euer Stefan Schmidt. Hochverehrtes Publikum, diese wundervolle Arbeit haben wir am 31. März durch den Schnitt des Konzerts abgeschlossen. Und wir sind jetzt genauso gespannt wie ihr, wie unser diesjähriges, unter Corona-Bedingungen produziertes Neujahrskonzert ankommt. Wir wünschen euch fröhliche Ostern, bleibt gesund und wir haben die ganz begründete Hoffnung, dass wir uns im Sommer irgendwann Open Air endlich live wiedersehen können. Ich trinke mit euch wie immer einen Calvados, wünsche euch fröhliche Ostern, bis bald. Mich macht Musik ekstatisch, da werde ich fanatisch. Kinder, ich kann doch nichts dafür. Es ist ja auch keine Sünde, wenn ich das herrlich finde. Wer mich versteht, der singt mit mir.
erste Boot.